Ne, wir sind jetzt 6. Ne, mit diesem. Mit 6. Ich bin jetzt nicht mehr mit. Oh, dann kriegst du weiter. Stadion Target und. Ja, ich kann jetzt sagen, das ist echt. Das ist ja sogar Maxi tiefer stehen. Maxi wo? Oh Jesus. Bin ich in der unteren Hälfte? Alter, what? What the fuck? Nächstes Red war dann nee. Da war... Ja, nee, ist okay. Ich brauch Tage nur früher. Ja, hab ich Musikzeit für den... Der hat fast... King-Physik und der hat Blade. Okay, tschüss. Was ist das? Egal, wenn ihr jetzt nicht. Der ist halt ein Ritter gegangen. Nee, der ist tot. Nee, beim. Beim letzten. Nee, bei. Gut los. Ah, ist das ein Video? Ja, das ist so insane, ne? Ich kann niemanden runtersetzen, ne? Ja, das ist so krass, ne? Was zur Hölle? Ich bin noch zweiter geworden, jetzt ist Wiki, also... Ja. Doch, wie hat man das? Haben die Server sich nicht irgendwie noch... Geldmann hat gegen... Deep-Hype verloren und gegen... Ja, ey, gar kein Problem. Das ist so insane, ne? Was wird denn, ey? Maxi hat so Feeling helfen. Das Feeling ist kacke. Der guckt halt Head to Head und halt der ist eher Ich bin wieder gestorben.
Okay.
Yeah.
Stream ist noch nicht an? Doch, der Stream ist an. Musst du warten? Chat? Ja, ich spiele gegen Maxi gleich. Erstmal reinbrüllen. Das ist natürlich das wichtigste Game. Chat! Hi Chat. Es ist euer Lieblingskommentator Jonas. Und ich bin auch dabei. J to the G to the G to the L. Ich bin Jonas. Moin. The Dual Stream. Seid ihr ready für das krasseste Round-One-Match? So sieht die Kamera viel geiler aus, weil man auch hinter uns sieht. Genau, man sieht alles. Wir haben echte NPCs in the backgrounds. Es gibt Leute hier. Rivka, für viele, die es nicht wissen, heißt Right from Getting Australia. Und es ist einfach so ein Kolonial-Tag. Oh, er spielt mal. Da kann ich dafür, das ist nur ein Computer. Gott! Die Rivka-Kombo, so nennen wir die hier. Benno-Combination. Benno-Bongo. Hat der Mark gespielt im Bracket? Nee, niemals gespielt. Warum? So. Ist einfach der Mewtwo Queen-Style, nicht Charaktere aufwärmen. Ich habe, glaube ich, Fox gespielt bei dem Online-Turnier am Montag. Rivka-Fox. Not a vibe. Nicht, was ich sehen will. Haben wir einen Chat offen? Kann ich kommunizieren mit den guten Menschen? Niemand? Wir müssen einfach nur für uns kommentieren. Für die Nachwelt, für das Recording. Shoutout an die Zukunft. Oh my god. Jugge? Was? Hi. Haben wir ein Setup? Ah ja, perfekt. Ciao. Viel Spaß alleine. Ganz entspannt. Ich war am Sonntag noch mit Snook unterwegs. Okay. Haben so die Innenstadt angeguckt. Ja. Dann möchte auch mal nach Berlin kommen. Ja, ich bin auch spätestens zum März. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist. Hast du am Montag das Turnier angeguckt? Beziehungsweise dann hatte ich auch keine Lust mehr am Abend reinzugehen. Thank you.
Ich hab auch jetzt. Ich hab jetzt eine neue Firmware auf der Box mit den ganzen Jobs. Okay. Ich möchte halt mich daran gewöhnen, aber auch gar nicht mehr zu spielen. Ja. Ich glaube, ich hab's einfach abgeflickt, das letzte Mal zu sehen. Das PC. Ja, er muss halt so schnell sein. Das ist halt, das ist halt gut für ihn, aber halt auch so komisch. Das war ja auch mit Geld, Junge. Obwohl der ja sehr viel am Feuer aus Video gegangen ist. Oder halt Netplay gegangen hat. Ich würde sagen, er ist einfach ein ziemlich smarter Junge. Wir können auch später ein bisschen spielen. Ja. Dass jetzt die Amateur-Bracket, glaube ich, jetzt der Amateur-Winner 3 Neo-Kosmos kommt, also die erste Diskussion. Weil normalerweise wäre es der Amateur-Winner als Eisen. Ja, es ist dann halt auch super, dass ich von einem gewonnen wurde, der sich auf die Mühe erinnert. Außerhalb von Wien Travels. Der hat sich gespielt. Ich dachte, Amateur-Bracket. Der wurde geabsolut. Ja, der hat auch nicht gehabt. Ich glaube, das war auch Head-to-Head ab unserer Lieferung. Ja, ich glaube, das Hype-Team ist ziemlich. Ziemlich tief in der Scheiße. Ja. Naja, ja, nur eine Person. Ja, weiß man nicht, der andere Chef-Team war. Der auch. Der wäre eigentlich. Also, ich kann nicht davon auch irgendwie mit. Der war nicht, später nicht mehr da. Ja, anfangs ja, und man muss die große Fahrlässigkeit immer machen. Ja. Und da wird es dann schwierig. Ja, ja. Ich glaube sogar gegen Rumpfkörper war es. Der Rumpfkörper ist bei vielen Menschen bekommen. Ja. Rumpfkörper war, glaube ich, vierter Seed, zwei sind rausgekommen und der Smoke kommt eventuell in der Ärzte.
Sagan zu besetzen. Habt ihr gehört, was los ist jetzt? Bei dir etwas länger? Ja, wahrscheinlich bis Januar irgendwann. Jetzt halt eben. Ich habe schon lange nach Berlin kommen. Genau, der sucht jetzt Wohnung und ich helfe ihm ein bisschen aus. Los, Kurs, Sache, Wohnung in Berlin suchen. Ja. Ich glaube, das ist ein 3-0 von Essen. Ja, ich glaube, das ist ein 3-0 von Essen. Ja, so, das ist der Das ist halt, weil wir es echt sind, wenn wir 15. Ja, das ist aber irgendwie schon fucked up. Ja, das ist halt so, wie es ist. Gut, dass ich kein Geld bezahlt habe, weil das ist schon ein bisschen verarscht. Ja, Top 8 ist halt schon krank eigentlich. Nee, ich sehe schon. Von den Leuten, die da sind, passt es auch. Ja. Irgendwie. Der hat das 5. 7. ist Nix Red, 8. ist Bob Target. Ja, mich wundert, dass ich gegen niemanden spielen kann, wenn ich das sehen könnte. Ja. Ja, das war hier halt. Das war halt das Entscheidende. Das war das Entscheidende. Gegen den ja. Hast
letzte Mal gegen Marius gespielt? Hast du letztes Mal gegen Marius gespielt? Ja. Also ich habe am Montag ein Spiel von dir gesehen, gegen den ersten Spieler. Donnerstag, glaube ich. Haben wir gar nicht gesagt. Ja, John Medin. Deswegen gab es ja mit diesem Broadcast-Code. Hast du von mir oder nicht? Ich glaube, ich habe aber 2 Hand verloren. Wie gesagt haben, ja. Fox ist unbeatable mit Kings. Okay, wen hab ich denn da gespielt? 2048? Ich hab ein Match gegen den Fox gewonnen, danach wurde ich zerstört. Und dann vierte Game mache ich wieder Kurs. So eine Möglichkeit. Berlin finde ich halt im Moment ziemlich stark. Berlin finde ich im Moment ziemlich stark. Ich denke auch da, dass die ganzen Leute herziehen. Ja, ja. Vor allem da ist ja noch nicht mal Schima dabei oder so. Weil er jetzt zu Fox getrotzt ist. Dann ist es ja heute auch nicht da. Und da ist ein paar Runden theoretisch noch früher möglich gewesen. Konzip. Dann weißt du, wer auf Twitter gefolgt ist. Dann musst du gegen Maxi spielen. Genau, Mask aus. Ein alter Berliner Smash-Spieler. Schäbolch und SSPM4 mit. Luma. Hero. Aber der wohnt doch schon Ewigkeit nicht mehr in Berlin. Ich glaube, der ist wieder in der Berlin gezogen. Maxi, du bist Top 3. Maxi? Wie lange war heute beim neuen Job? Genau. Ich bin halt insane, wie oft das einen. Ja, das ist halt so. Ja. Und er kriegt immer mehr Geld. Ja, er meinte, dass ich das ein bisschen weniger bezahle. Ja, aber dafür ja. Ja.
hier alle? Ja, Julians Flug wurde auch gecancelt. Julians Flug wurde immer geil ist. Ich meinte auch, dass er jetzt erstmal nicht fliegt. Also, weil er möchte ja im März oder so fliegen, glaube ich. Thema, das mit dem Job war, ich finde es ganz interessant, weil er meinte, er ist ja wegen Inhalt wechseln, nur nicht wegen. Einfach weil der aktuelle Job zu lame ist. Ja, ja, und fast keiner ist richtig ITler. Ja, ja, das meinte er auch. Dass sie einfach alle irgend so einen Scheiß machen. Die hat mich ja auch gesagt, dass ich da hinziehen kann. To be honest, das meiste, was ich gelernt habe, war auch durch eigene Sachen. Ja, also es gibt so eine Art, ich habe das im Studium ganz häufig, so eine Art von Leute, die nominell Programmierer sind, aber von nichts, also die haben irgendwie so, das ist so wie, als wenn man in der Sprache so ein paar Vokabeln oder was man das nennt. Ja. Dann kann man ja auch nicht eine Sprache studieren. Also es gibt so Programmierer, die können so, die wissen, dass vor eine Schleife ist oder was, aber die haben keine Ahnung. Die haben halt nicht dieses Denken, was man hat. Genau. Das ist irgendwie so 30% der Leute, die studieren, sind irgendwie so. Ja, was ich auch so, was ich bei mir halt auf der Arbeit sehe, auch manchmal so noch uralter Code, wo ich denke, oh. Ja. Weil das ist manchmal auch nicht kreativ, wenn der Einzige bist, der einfach noch macht. Ja, aber mein Job macht im Moment Spaß. Ich glaube, in Deutschland wird das nicht mehr so gefragt bei Werbungsgesprächen. Ich war einfach beim selber wieder ein bisschen so die ganze Algorithmen gekauft zu haben. Ne, ich mach gerade für einen Kunden Spendenverwaltung. Ah, selbstständig oder was? Nee, auf der Arbeit. Also, wir sind so eine Firma, die halt Formulare und sowas macht. Hast du auch so Einbindung mit Paypal und so? Ja. E-Commerce. Ja. Halt auch sowas wie Dauerspenderstellung oder so. So. Dann halt E-Mails und so rausschicken und alles. Und so. Ja, aber ist ja auch so voll Security-Zertifizierung. Ist halt gut, weil ja auch so eine großen Unternehmen, so eine große Organisation wie es. Ja, aber sowas wie Design und so mache ich ja auch ja schon hier. Ja, wir werden nächstes Jahr auch, glaube ich, 2 Knie oder so zwiegen. Größer oder was? Ja. Das ist ja Kiki gut. Ja, ich werde einmal das Finale machen. Ja, das ist ein Drucker, dann von hier in Berlin und dann noch eins in Mittelburg. Aber ich wollte die Stocks lassen. Ja, ich habe jetzt für März eine Location gefunden, wo wir streamen können. Auf jeden Fall auch so. Sonntagfrage ist FTP wieder auf 4%. Ja, das ist nicht da, weil die AfD irgendwie bei 25 ist. Thank you.
kommt doch auch fast 100 Leute. Ja, exakt. Ja. Der Beamten hat noch die Kühe. Der da auch nicht hier. Ja, mal sehen, wie viel bei den nächsten. Ich weiß nicht, ob ich bei denen noch mitmache, weil ich hab. Ich war am Montag noch leicht erkältet, deswegen. Ich hab gezögert, aber ich hab gesagt, scheiße. Hattest du da eine Arbeit gehabt oder so? Hattest du dann noch da irgendwas gehabt am Montag vor? Wie meinst du? Uni hast du ja nicht mehr Arbeit. Ich sitz gerade rum, ja. Ich hab noch Geld auf dem Kopf, ich kann noch zählen, bis Februar. Das ist nur irgendwann halt. Okay, ja. Ich stehe gerade hier im Klavier, ich lerne wieder Spanisch und sowas. Das ist so halt, der dieser Punkt kommt, wo ich mir selber nicht mehr vormachen kann, dass ich sinnvoll was beschäftige, desto mehr Angst habe ich. Hast du schon das beworben für Stellen? Ich habe ein paar rausgesucht. Weißt du schon, was du in der Kirche das war es, Maxi. Da sieht man auch 11 Ja, sorry. Nee, aber Herr Strohstream ist. Strohstream ist grüne Farbe, aber ja. Weißer Fox. Ne? Ja. Dingens ist gelb, orange. Aber, ja, gelb, aber grüner Fox. Ich hab die ganze Zeit. Das macht auch Sinn da. Oh, der. Habe ich auch irgendwo mal gesagt und dann konnte ich nicht mal die Tafel anrufen. Was denn? Anschauen? Ich habe gar nichts bezahlt. Also du hast gar nichts. Okay. Ja, ja. Keine Frage. Halt mit richtigen Switches. Das sind ja keine Switches, das sind diese Fighting Game Knöpfe. Die sind halt richtig laut. Das ist kein ASMR für dich. Das ist ein neues Level, das ist ein bisschen zurück. Hey, die Knöpfe hat aber auch an hier, ne? Eine später. Ja. Ja, was? Oh mein Gott, die Zähne kommen. Gentlemen. Ich habe ja mal jetzt die gemobbte Firmware mal bei mir gemacht. An sich cool, nur Kino-Storen ist halt weird für mich. Weil ich mache halt mit einfach normalen nach unten die Technologie. Ich hab die Boxen falsch zugeteilt, oder? Nee, ist richtig. Ich habe mich auch schon gewundert. Maxi ist grün, also bis Port 3. Ich konnte nicht erkennen, dass die Boxen.
Ja, ja, weil die das Banner und verwirren. Man sieht das halt an dem Tag, was Maxi Vorteil ist. Naja, ja, das ist also wenn ich mit der neuen Boxfirma Sinusbaum versuche, kommt es manchmal ran, dass ich Fast Fall Needle mache, weil der nur SOC in dieser Lichtgeschwindigkeit unten rum bleibt. Das ist halt Needle. Ja. Ja, oder halt statt unten drücken nach rechts drücken. Oder mit C sekundieren. Oh. 2-2. Oh, nee, fuck. Also, wer ist jetzt was? Maxi ist der grüne. Der grüne Fox mit 0%. Ja. Das ist wirklich fucked up mit dem Ball. Nervös! Fucking Boxspieler! Ich schwöre! Mit deinem SEI am Ende! Ah, die hätte jeder gekriegt! Boah, fucking! Fucking fuck! Ob du überhaupt noch mit der Box spielen darfst. Ja. Das war ein Firmware-Update. Ich meine, die. Ja, genau. Ich werde dann demnächst mal da was steigen. Also. Ich habe nicht angeguckt, was du mir da auf Discord geschickt hast. Ja, man muss das über VS-Code machen. Mit dem Plugin. Okay. Das ist halt super einfach. Dauert dann lange, das Plugin zu installieren. Weil dann auch. Wie ist das denn? Ist das Plattform.io. Also, das ist so eine Art Linux-Plugin. Für VS-Code? VS-Code. Ah, okay, VS-Code. Das heißt, es ist zwischen Inputs und Golfing oder was? Zwischengeschaltet? Naja, das erstellt halt mit Firmware und das nächste ist hoch auf die. Ah, okay. Weil sonst kann man es nicht fürs. Ja. Für die Beatbox. Ja. Kompiliert es halt in Late Directory. Weil ich weiß nicht, wie man die Hex-Dateien hochlädt. Mhm. Auf jeden Fall die Tutorial, das ist super, aber das ist viel zu kompliziert. Thank you.
You're not wrong. Mir gibt's irgendwie immer so Adrenalinschübe. Ich hab irgendwie, wenn ich so Adrenalinschübe kriege, was ist Gamer-Pose? Spannt sich irgendwas in meinem Rücken an. Ja, ist schon Gamer-Pose. So, irgendwas in meinem Rücken spannt sich an. Unbemerkt. Und dann hab ich immer so richtig so Krämpfe. Die Rücken schon sind ziemlich eklig. Ja. Ich habe es mal einmal bewusst gemerkt, was sich da genau verspannt. Aber wenn ich es halt nicht gerade nicht bewusst merke und ich nicht mich wieder entspanne, was halt mitten in so einer High-Pressure-Situation schwierig ist, dann komme ich immer aus solchen Sets raus und habe so ultra so Schmerzen. Fühlst du das auch beim CS oder so? Ja, ja. So in Klatsch-Situationen. Auf jeden Fall. Aber ja, das sind so die einzigen zwei Sachen, wo ich das regelmäßig habe. Boah, so, ja. So intense Commentary, du kriegst einfach Rücken. Ja. Da musst du gegen mich spielen. Du musst gegen Magic spielen. Ja! Was war verloren? Ich wurde die erste bei Game of Thrones gesteckt, das dritte eigentlich auch, also aus der geworfen. Crazy. The Goat. Okay. Ja, aber jetzt bin ich auch bei Spielen. Ja. Das Edo ist halt schon gut. Für jedes Mal so stacked. Die ganzen Wundersportler sind so stacked. Also der Gewinner vom letzten Jedo gegen den Ex-Top 50 EU-Spieler ist halt so das least profiled Match von Jonas Cortes gewesen. Die anderen waren halt alle krasser. Das ist schon eine 10. Letzter Jedo-Winner war Maxi. Marius. Ja, ja. Du warst 52? Ja, ja. Mit Pap. Ja, ja. Aber das war auch nicht mit Box. Da warst du kein Cheater. Ja, genau, deswegen zählt es ja auch. Sonst würde ich es ja nicht rennen. Alle anderen sind nicht real. Mit Fox war ich auch nur hier männliche Top 20 in Germany. Also wie hast du gegen Dion gespielt? Was? Wie hast du gegen Dion gespielt? Ah, okay. Das kommt runter. Im Vorfall 2-1 gegen Dion. 1-2. Nee, du hast recht. Du hast recht. Ich habe immer noch so ein paar Pappenheimer. 0-2 ist mir schon eine Weile eigentlich mehr passiert. Das ist immer noch ein paar. Also heute hat Rufka schon 3 Charaktere gespielt. Fieke, Fox und Marv. Nein. Game 1 und noch Tage. Ist das schief? Der hat heute gar nicht gegen Fox und Fieke. Wir haben heute 2 Top 8er von der neuen deutschen Idee. Ja. Deswegen sage ich ja, das sind auf jeden Fall mehr Profile-Menschen. Halt weniger Leute, aber dafür geht man Legende. Für mich wird der immer ein Geld bleiben. Goldmann. Two.
Anyway, close enough. Und zwar hat das D-Man gefragt, ob zwei von uns, also ich würde mal sagen du und ich, Ehrenamtmitglieder von D-Man werden wollen, weil das würde uns der in der Hinsicht helfen, dass wir halt versichert sind, wenn uns irgendwas hier mit der Venue passiert. Und ja, wir können halt auch, also kostet nichts, können halt auch so Ehrenamtsurkunden und sowas geben. Ja, man kann sich auch dann auch mehr entscheiden, was so was passiert. Ja, I guess, ja, genau, aber vor allem ist es halt... Achso, deswegen hat er mich gefragt wegen Adresse und so. Genau, genau. Ah. Er will Adresse, Name, ja. Geburtsdatum, Telefonnummer. Kannst du mir das mal schicken? Okay. Dann schicke ich ihm das. Was ist denn dein Geburtsjahr? Du bist doch mega jung, oder? 99. Ich dachte schon in den 2000ern. Geld, das glaube ich. Ja, ja. Ich dachte, du wärst auch so. Ich bin zu früh geworden. Ja. Eigentlich im Januar oder so. Aha, aha. Okay. Irgendwie zwei, drei Monate zu früh. Ja, das zählt nicht. Ein Wunder, dass auch Battlefield gegangen ist. Ja, irgendwie. Das war die Schlitter. Ich finde, Sebi ist so stark geworden, allerdings. Ja, auf jeden Fall. Der ist krass. Ich finde krass, was Household macht. Ich finde, dass sie auch sehr aktiv jetzt. Ja. Ja, so. Das habe ich mich gefragt. Da steht Observe. Ja. Was ist das? Das ist sein Tag mit seinem Oldschool-Teamname. Ah, hab das eingestellt. Ja. Hat das was noch mit StarCraft zu tun? Oh, ich bin schon zockt. Also ich weiß, dass die mal ein Logo wie der PSP eingezahlt hat. Tja, meinst du, ich soll die Bedingung fahren, oder? Schon mal Zeit, aber ich bin auch nicht so gut, ich treffe in den Spielzeiten. Doch, ich spiele schon viel gerade, aber ja, ich bin schon okay gerade, aber ich kann es mir nicht einschätzen. Ich sehe halt gerade, weil ich so viel Pausen gemacht habe, sehe ich halt gerade voll viele Lücken bei mir. Das muss ich eigentlich mal ausnutzen. Aber so eine Pause zu machen, ist eigentlich meistens schon hilfreich. Ja, ja. Wenn man es richtig macht, so. Mal gucken, wie das gerade, ich habe gerade Ansätze davon, es falsch zu machen. Mal gucken, wie das so mit Dennis wird, mit seiner Pause. Ja. Ich muss meine Lücken füllen. Füllen, bevor ich betriebsblind wäre und sie nicht mehr sehe. Ja. Ich glaube, alles nur die haben schon gespielt. Was ist das? Soll ich gegen Willy? Ah, Moody. Moody hat gegen Ace gewonnen. Expert spielt noch nicht. Doch. Squilly! Spielt ihr jetzt? Premium ist teurer geworden. Waren sie nicht so mit dem Light? Ja, ich brauch das halt um Musik zu hören. Ach so. La Magique is dead. Ja.
Und ich denke, 1 Euro teurer ist in Ordnung, wenn man noch... Oh, man, das Musik war noch 10 Euro. Oh, no. Nee. Hi, die ist gut. Ich glaube, weil ich Student bin. Ja, YouTube macht ja gerade diese Kampagne, dass man die Werbeglocke ausschaltet oder so. Ne? Immer böse Angriffe dabei. Schau mal. Was ich dir sagen? Ja, und wieso hast du die Tür zu nicht gemacht? Die Tür nicht zu gemacht, da voll. Warum hast du nicht die Tür zugemacht? Ja. Ja. Ist laut oder was? Nee, wegen Kälte, weil wir ja der erste Winter hatten. Erste Winter, man hat ja auch Arschwarm mit benutzt. Ja, ich Luft. Weiß, aber... Ich würde wirklich gerne lüften eigentlich, aber das Winter hat sich cool. Muli, weiß ich genau, ob der 13 oder 2 gewonnen hat. Ist der Ace noch da? Ja, der war ganz ist von draufgehauen. Ja, glaube ich. Du musst nicht fahren, du musst 1, 2 oder 2 machen. Ist doch egal, das kann halt nicht. Was hat Chat? Empty Chat. Woo! This is literally the best player in Germany and we have an empty chat. Let's go.
check one too? Mic ist an. Hallo Chat. Mit Zugucker? Zuguckende? Mal gucken, ob Geldmann heute mal Vorsorgt wird. Letztes Mal wurde es immer hier. By the way, kannst du mir das Logo mal als AI-Datei empfehlen? Weil irgendwie kann man das dann nicht mehr runterladen. AI? Also Elizabeth, hat das alles was gemacht hat. Nee. Du hast dich auch weg dort. Nee. Ich hab nur kein Geld. Ich hab's über Photoshop? Ich hab's in Adobe XD gemacht. XD? Ja. Was nicht so gut ist für so Grafiken erstellen eigentlich, aber ich benutze es halt für Software-Design. Ja, ich benutze im Moment, ich benutze auch halt am besten zurück. Für Screen Overlay benutze ich GIMP. Ja, auch und, und für Logos benutze ich halt Illustrator. Ja. Eine sehr legale Version. Ja, ich hab sogar eine legale Version von Illustrator, aber ich weiß nicht, was man damit macht. Man muss sich halt... Oh. Okay, I don't know how they do it. We are not using from the idea. I hear it was real. You must play against this one. Ich hab eigentlich unter mir gesiedelt. Weil du halt krass Marius besiegt hast. Keine Ahnung. Heute? Ja, du hast den dritten Zug gewonnen. Wir haben in der Zukunft gesiedelt. Ja. Eigentlich wärst du dritter Sieg. Das wäre so geil, einfach zu sehen, wie gut man. Ist der Wurf plus minus 0 am Schießen. Das heißt, selbst wenn Pokémon im Mut ist, dann kannst du scheinen, weil sie nicht mehr. Ja, wegen der Gatling am Mut. Genau, aber. Oh, what? Du lesen dann die Pokémon der Nebenspieler. Ja, ja. 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 Maxi bis Part 3, ne? Ich mach wieder Tags. Ah, nee, ich hab schon. Thank you.
nobody else. No we. Beim nächsten NDR mitmachen. Ja, die können sogar gewinnen, glaube ich. Gegen dich? Machst du weg mit dir? Gegen mich kann er sowieso auch spielen. Ich glaube, gegen alle anderen würde Joe Ryan wird vielleicht schwierig, weil er keine Erfahrung hat in der Matchup. Aber so den ganzen deutschen Spieler kann er alle besiegen sonst. So, Asta, Kenzo, Rix, das ist alles super durch. Ich würde sogar sagen, dass er gegen Asta und Rix nicht sagen, dass er favored ist. Also, da würde ich eher auf ihn wetten als auf den anderen. Das Matchup kann er nicht. Ja, aber so gegen Kinzo keine Ahnung, wie sehr damit klarkommt. Wir haben nicht so super gute Falcos hier. Wir haben gute Falcos, aber halt nicht welche, die schwierig sind. Ich weiß nicht, wie gegen Mars, weil die haben gegen Arthur noch nicht so alle. Es gibt nicht so viele gute Mars. Ja, eigentlich nur Arthur. Ja, es gibt das Black Ace halt aus der Schweiz. Eigentlich gab es Schema, aber der Spiel jetzt. Ja. So, bei den NDM-Dingern macht halt Black Ace noch mit, der ist ganz gut. Ich denke, das geht schon. Wenn man sich das so anschaut, ich glaube, Foxy Domain ist eigentlich gut dabei. Halt halt. Ja. Oh, oh mein Gott! Shit. Maxi! Holy! Die haben so echt dabei. Achso, warte mal lauter. Ist das so besser? Die Zuschauer oder was? Ja, weil wir so weit hinten sind. Ja, wir sind weit weg vom Mikro. Das ist so besser. Ja, das ist besser. Ich kann es auch mal ganz hoch. Obwohl, das ist dann etwas zu laut. So, Test 1, 2, 3. Ich glaube, so muss es dann relativ gut sein. Ja, also ist es zu laut. Okay. Ich glaube so, das ist in Ordnung. Wenn halt nicht Dennis da ist und irgendwas. Ja. Jedo speziell. Die Competition war zu hoch beim Jedo. Aber jeder kommt sich wieder anders. Ja, aber meiner nicht. Aber deiner kann alles. Wir sind so die einzelnen Teile, weißt du? Deiner ist so. Ich muss gegen Mistros gehen. Das ist ein Losers Bracket. Ja, Top 8. Hi. Was ist eigentlich relativ einfach? Oh, ich kann. Weißt du noch, wer ich bin? Tut mir leid. Osan. Ja, wir haben es drin.
Man merkt, dass er nur Local spielt, gefühlt. Keiner kriegt es, oder? Nee, das ist ein normales Ding. Sonst ist eigentlich Berlin Meme, dass sie nur an Arcadien spielen. Und die Frage ist halt, wie würde man in Berlin dann einrenken, wer zum Arcadien kommt? Ja, aber weiß jemand, wie das ist, ich hier einfach gemacht habe.
Wir sind ja mal die Berliner Turniere. Ja. 12.4. bis 14.4. macht das. Fertig. Der möchte halt Freitag dann schon machen, wie da so mit so einem Pappclip oder so. Und dann halt. Wird halt dann für mich lustig, weil ich dann innerhalb von 3 Monaten das Jahr nice. Ja. Aber halt Overlay und sehen dann noch erst den. Ist das. Nimmst du ein ähnliches Overlay und änderst du auch ein paar Sachen? Naja. Ich möchte es halt auch so ein bisschen so themig anpassen an dem Turnier. Ja, das stimmt. Bei den Berliner kann ich das einfach so lassen, einfach die Farbpalette machen. Aber ich möchte ja noch jetzt für eins für die Online-Turnier machen, das ist ganz anders laufen. Das sind halt nicht 6 zu 9. Ja, voll geil, das ist so Wednesday to Bantu. Möchtest du jetzt spielen? Kann ich nicht. Ja, weil sonst können wir dann halt alles andere einfach hintereinander durchmachen. Danach? Was? Kann ich was spielen? 3-0 für Burg. Machen wir auch jetzt Maxi? Er hört dich noch nicht mehr. Er gibt's ja nicht. Oh, Lil Fuzi. Oh. Maxi, wir hätten gespielt. Was? Wir hätten gespielt, wenn ich gewonnen hätte. Ja. Unlucky. Egal, ich hab gegen Magic gespielt. Ich glaube, beide haben sich gefreut, ne? Ja, aber gemast, ja. Nach dem Game nicht mehr so, weil es war ganz schön einsatzig. Nach dem Game nicht mehr so. Ich hab nicht gemast, sein Kader. Ja. Du bist gemast? Ja, wegen mir. Ja, ey, aber das Turnier geht schon ziemlich schnell. 20.22 Uhr. Das ist 2022. Nikki Squittendorf. Wer hätte das Winners Finals erwartet? Erstmal kurz und schnell. Damn. Oh mein Gott. It's the Dude Dude Man. What up? Ich bin leider schon draußen. Ich wurde leider gerade gebufft. Getarget? I got getargeted by the buff. Woo! Glad to see that works against Marv as well as against Puff. Back her up smash. Junge, ist so stick. Ich hab Top 8 aus, ne? Easy play. Let's go! Letztes Mal Zweiter, jetzt Siebter. Ja, ich war halt nicht so gut. Ich bin heute viel more casual drauf. Aber nicht im Competitive. Also ich hab schon. Ich wollte schon gewinnen auf jeden Fall. Ich hab mein Bestes gegeben, aber ich bin halt in einer zu guten Mut. Ich musste schlechtere Mut haben, um besser zu spielen, I guess. Letztes Mal hatte ich gar keinen Bock. Und dann wurde ich immer Zweiter. Das meiste. Heute habe ich mega Bock, war sehr geil, Melee. Oh mein Gott. Ich habe keinen Spaß am Melee-Spielen.
Man darf keinen Spaß haben beim Melee-Spielen. Oder ich zumindest. Nichts hat. Keinen Spaß haben. Oh! Siehe. Vicky ist für die. Ich bin 13 Leute. Yes. Ja, ist halt nicht Boss, sondern ist. Ja. Oh! Oh, Luigi. Die Doobie Wizardry. Maxi, komm mal, spiel mal wieder Melee und dann spielst du einfach über Squatters. Naja, das ist ja auch er hat sein Seed schon abgelöst. Also, nicht unterplaced. Komm auf. Ich weiß nicht mehr. Nee, Lefusio ist gerade im Seed. Marius und ich haben underplaced. Dafür sind Lefusio. Nee, Lefusio ist normal, ist nix mehr. Ja, nee, das ist doch schon per 5, oder? Nix mehr, das ist. Achso, 5. und 6. Also, okay, okay. Nix mehr, also. Ich werf die Marius rum. It's the Americans, man. Ja, Amis. Ja. Hast verloren. 0-3 gegen Niki, glaub ich. Ja, 0 Niki im Losers. Dann Fruzy Niki 0-3. Ja, dann. Amis souverän. Oh, let's go, Wallet. Let's go. Is that a Brian I smell? Hey, Brian. Brian? Huh? Hey, Vsauce. Hey, Vsauce. Oh shit. Is it a fucking Brian? You want me to tell him you're here? To make him nervous? When Kevin spielt, ne? Yeah, now, yeah. You're just on time, man. Whee! Watch him. Dude, your brother just killed me, dude. 3-0. And now he's gonna kill a fox. He's gonna go on the streets of Berlin and slice up a fox with a sword. He knows he's done Texas. Oh, okay. Aww, you're at work! Oh, wait, you're in the US, right? I was like, it's fucking 8:30 p.m. What are you doing at work? Nah. Nice meet. Yeah, I know, right? You beat me. Like before today, there was like 17 sets and I won like 16 of them. But he's getting more dangerous again, and I'm looking forward to it. 2:30. Best time to go to the dentist. Ah, GG. This game's winner is Mouth. Oh shit. They do be talking. They talking. I have a presentation I can. Oh shit. Oh shit. What time is it right now? He better at 2:30. Yeah, 2:30. You better hurry up then. You got 33 minutes. But it's not Puff Peach, so I doubt they're gonna take 30 minutes. But it could be a close one. Schleichen and moving and schleichen. Yeah, that's why you're in the dance. Yeah, that's Lula's quarter. Yes, sir. Ich find's richtig cool, dass der Stream-Setup heute mal hier ist. Wieso? Dass man so viel trifft. Ja. Und auf die Toilette kann man einfach. Und halt da hinten. Du kannst ja auch mal hier. Ja, kannst du mal machen, aber dann ist das Ding da an der Tür. Stream-Setup. Ich will es halt eigentlich nicht. Ja. Weil es ist so gerade da hinten. Im Sommer ist es, glaube ich, ziemlich gut. Ja. True. Ja. Loser gets to correct due to the winner actually goes to 5-6. Winner goes to get up against Nick Strad. And the winner of that against Strittendorf or Nikki. We're both playing, but not against each other right now. I'm gonna get a free Metafy lesson. Huh? I'm gonna get my free Metafy lesson. Hast du Replay mitgenommen? Hast du ein Replay mitgenommen?
keine Ahnung. Yes.
Thank you.
Was geht, Gorf? Thank you.
Off-Camera. Yeah.
Welches Stream guckst du da? Also, Moment, halt. Ja, das ist ja perfektes Timing, ne? Ja, 9 Uhr oder so beginnt, ich arbeite ab 9 Uhr. 9 Uhr. Wie viel ist in Südkorea gerade, ne? Hast du, wie bist du? Das sind ja alle europäische Amerikaner. Eigentlich T1 ist so der Favorite, weil die größten der anderen kennt halt keiner. So. Alle aus dem Nichts. Doch, Jack D kennt es halt. Aber ich glaube, es sind nicht so die Spieler. Ich kenne auch viele von den europäischen Spielern. Ich kenne so ein paar, weil ich kenne so Synapse. Macht so Highlights über die. Da sehe ich halt öfter mal so die Leute. Aber ich kenne die Hälfte dann. Ich kenne so Broken Blade, weil der Türke ist. Der war ja auch früher, glaube ich, bei Cloud9 oder so. Ja, hier spielt er bei Tissu. Ich hab in Berlin jetzt mal ein Spiel von dem Kuller. Oh Mann, was das war, glaube ich, in der ersten Season, wo das in Berlin war, mal. Du bist öfter in Deutschland. Nächstes Mal auch so sein. Ja, ist ja jedes Mal in Deutschland. Die Vibes sind da richtig cool. Ja, es ist halt auch nicht zu voll. Die Leute sind voll chillig. Ich hab auch noch die Unterschrift von Socks. Vom Crapo da am Ende. Ja, Socks war auch zu viel. Nee, Shox war nicht da, ich hab vergessen. Aber diese andere. Ich hab ihn mal, glaube ich, mit Quickshots einfach so enthalten. Das ist halt so. Das ist einfach so Melee-Vibe, so ein bisschen. Die sind halt sowas gewohnt. Für die anderen, die Fanboy halt einfach so. Das ist halt so geil. Vor allem damals, wo ich das zugeguckt habe, habe ich noch nicht Melee gespielt. Ich feier nur, wenn man eine harte Melee spielt. Ja, Lyon. Ja, da wollte Niki auch weg. Was ist das? 13. oder 15. 18. Du musst halt für die ersten, also die möchten Donnerstag losfahren. Und ich halt da kann. Ich dachte, weil ich da früher hab. Und ich halt Arbeit schreibe. Ich habe nur das selbe gemacht. Ich habe ja meine Ausbildung angefangen und da war R5. Dann habe ich im R5, also von London aus, habe ich mich bei der Arbeit weggemeldet. Ich musste noch so eine Stunde mitarbeiten. Ich habe um 7 Uhr angerufen. Ne, ich muss halt, zum Arzt da. Ich gehe zum Arzt und dann fahren die weg. So, Niki gegen Maxi. Ich komme mal. Aber ich liebe halt diese Vibes hier. Ich liebe die Vibes hier. Geil, ne? Ach, hier hast du auch so eine Verknüpfung aufgebaut mit Smash GG und... Ja, das war schon direkt da. Also das ist halt das alte Tool von Liver. Mhm. Geil. Das war schon da. Du kannst halt so aussuchen, wenn du als nächstes... Ja. Ich möchte eigentlich auch so ein Tool machen, um zu reporten, eine App erstellen, damit man nicht Smash GG nutzen muss. Ja, das ist halt total anstrengend. Ja, das ist halt lange. Ja. Man kann halt jetzt auch sowas machen, wie zum Beispiel zum Achtbaum anzeigen. Bitte? Ich kann ja jetzt auch zum Beispiel so einen Top 8. Geil, oder?
Die Qualität von dem Stream ist richtig gut. Das ist einfach so Hobby-mäßig. Das ist halt so ein Frank, so ein Drill, sich zu improven irgendwie. Ja, das wird einmal perfekt. Hast du schon überlegt, so größere Turniere? Also ich wurde eingeladen für dieses MDM-Finale, das zu streamen. Werde ich machen. Ja. Dann nimmst du in Rechnung so auch alles mit. Ich möchte das halt noch upgraden, dass ich das zum Laptop mache. Da kannst du nicht mal mit Fappen. Ich kann mit Paul zusammen sprechen, ob der irgendwie, der ist ja auch sehr affin bei den ganzen Kram, ja. Ob der das irgendwie auch sein machen kann oder so. Der hat mich halt auch gefragt, ob ich irgendwie Sachen machen möchte, kaufen möchte oder sowas, für das, generell für Streams oder so. Muss ich mal gucken. Ja, das hallo. Ja, ne? Ja. Nee, das ist ein anderes Mal. Ich muss auch ein paar Sachen machen. Was können wir morgen wieder in die Level zu sprechen? Ey, du würdest mich so auseinander, ne? Ich habe halt noch ein paar Deadlines verfolgt, ich freue mich halt, was machen möchte, möchte ich das so aus dem Kopf haben, weil es ist immer so ein Hinterkopf. Ich muss halt so Bilder malen für Freunde, die warten halt schon so lange drauf. Ich mache das mal. Haut jetzt ab? Ich wollte noch eine rauchen. Achso. Okay. Achso, die sind dann. Ja, die sind so auch so. Kann ich mir Bier aus dem Tisch holen? Achso, sind da Sternis oder so? Ich weiß nicht, da sind noch immer Sternis drin. Ich glaube, die haben gerade keine, bin mir nicht sicher. Eventuell im Keller oder so. Auch kein Stress noch. Tipps gegeben? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer 179. Wir befinden uns in der User Semifinals zwischen Lil Brucey und Lil X. Bei dir? Ja. Hier aus? Ja. Keine Ahnung, ob das zu laut ist oder was. Wir können das Mikrofon näher rangehen lassen. Wir sind ziemlich probig, die Spieler. Ja. Hallo. Den Chat gar nicht. Ja, ich hab hier. Weißt du, es ist doch Geld von dem Chat, der ist aber da. Banane ist im Chat. Banane ist in meinem Chat. Und kommt der eigentlich nicht? Wohnt er gerade nicht in Berlin? Doch, der wohnt in Berlin, aber hat meistens keinen Bock oder Arbeit oder so. Das ist immer bei da, die fahren jetzt zusammen.
Box ist scheinbar universell als cool angesehen wird. Aber man ist schon wieder lame, davon zu sterben, okay. Echt zu sein. Also wenn man so gedacht erscheint wird. Man benutzt aber nie seinen richtigen Korpus. Projektile zu reflektieren. Manchmal habe ich Paul eigentlich gemacht. Ja. Meine. Play ist einfach. Oh. Ich finde Folgenschein ist viel cooler. Pokémon Trading Card Game Festkampfkalender. Habt ihr so Magitex gesammelt? Und so Panini-Sticker? Ja. Ja. Ich hatte so Miros Lapkosa. Ja, in Deutschland auch. Du hast so die Stadien gesammelt. Mein Bruder zwingt mich im Moment Magic the Gathering mit ihm zu spielen. Das ist der Magic. Wir brauchen einen Spieler, der heißt The Gathering. Ich bin eher der Receiver. Oh shit! Nixer spielt heute super. Turbo Nixer. Kennt der von Nixer das? Wegen dem Kahn oder? So. Der Kahn ist ja gut. Ja. Ich glaub, der würde. Ja. Aber der Endgame mit mir. Der nicht. Er mag es hinten Boss zu sein, in the Shadows, weißt du? Alter, aber Nix Red hat heute Mario 2-0 und Geldmann 3-0. Das ist krass. Brauchst du Wasser? Nee, ich hab nur. Boah, das passiert mir so oft, dass ich irgendwie was mit Kohlensäure einatme einfach, bevor ich trinken möchte und dann einfach so richtig. Yay! Was ist das? Ja, Mann, geh mal rein da. Ja, Mann. Don't let him laser. Oh! Digga, wenn er die Glock rauszückt, Digga, dann pop! Ja, Mann. Oh ja! Kein Raum zum Atmen. Ja, er stickt! Oh! Er kann nicht atmen! Der ist uns hier. Let's go, Nick. Digga, jeder Foxman muss dieses Self-Defense-Video gucken, wenn mit so von den Typen, der so eine ganze Zeit. Kennt ihr dieses Spiel, wo der Typ so jemand so dismantelt? Das ist unrealistisch. Ja, ja, das ist nur so Fox. Jeder Fox-Spieler muss das angucken. Oh ja! Mango! Was meint ihr? Mango! Meinst du, dass Shine lame ist? Look at this! Falco Shine ist so. Ist so Devil May Cry Combo Shit, weißt du, aber hier? Perfect! Das ist so irritierend, weil Nick Schmelz Notification Sound vom Handy ist einfach am Fall fallen. Oh, da ist er! Notification. Hit the Notification Bell. Wie viele Moves hat Fox in denen er schlägt nicht? Sein Jab ist nicht stark. Downset ist mit dem Trends. Der nur, ja. Falco ja auch. Ich meine doch Stahl. Ja, ich auch ein einfach so Stahl kann man. Wo macht Fox seine Hüfte? Wie verletzt du seine Hüfte? Der hat eine Prothese. Oh! Was ist dein Lieblingsfox-Move? Was ist dein Lieblingsfox-Move? Gib mir nur honest answer, nicht so low angle forward tilt. Ja, das stimmt. Das ist aber auch mit Sheep so. Oh, das macht gut. Ich mag ab eher richtig. Ja, übel. Frenzy. Oh! Wollt ihr das noch? Oh! Oh! Mango vs.
Smokey. Er hat das noch. Er will mal mit Reistock behind you. Don't sleep on the bird. Komm schon, Maxi. Früher, als man das Spiel angefangen hat, hat sich das so unmöglich angefühlt, gegen Falco zu spielen. Ja? Ist krass, wie weit wir sind. Und hat mittlerweile Angst vor uns als vom Spieler. Voll im Roll-In. Ich stehe da so, oh, ich weiß, Volker wollte gleich rein. Er wollte rein, erscheinen. Ich stehe da so, okay. Ja. Die machen öfter jetzt einfach Get-Up. Oder Get-Up. Get-Up mit Treating der oder so. Damit dein Timing halt auch ist. Dieser Zoom, ja. Kennst du den? Ja. Ja, den Prefekt ist doch. Ja, Mann, schön. Er hat so um den Schein getanzt, so Tango, weißt du? Ja. Dano hat jetzt schon eine eigene Webseite. Hat er schon ein bisschen länger. Ich glaube, die Mainboss hier sind. Die sah so aus, als würde die so aus Windows 2000. Ja. Ist das die? Sieht jetzt ein bisschen besser aus. Er hat seine große Text-Website, ist er mit dem blauen Hintergrund. Ich hab dann nicht durchgeblickt, ich hoffe, den Controller holen. Das ist voll schön. Hopfel, für 37 Euro Kickerpreis. Oh! Das war so smart. Ja. Okay. Ein Stock ist ein Budo 7-2. Jan, hast du heute mitgemacht? Was? Hast du heute mitgemacht? Aber bin gegen was fast geführt. Ey, das hat man einen Passiv von Netflix. Ja, online, ja. Aber so schreiben war ein bisschen dabei. Ich hab's jetzt aber noch gemacht. Ja, das ist so. Oben geraten. Oh, nee. Jetzt kommt der Down, ja. Was wohl? Wait, ist das... Okay, 2-1 Glitch. Oh! Yo! Do it, you! Let's fucking go! Game 5? Yo, nice shirt, next shirt. Wenn Nick einfach dann noch Abi gemacht hätte oder Side-B. Wie steht's jetzt? Game 5. Für wen? Für beide. Game 5 für wen? Da steht's fast. Oh, zerstört. Jetzt Timeout. Er würde sowas machen. Ja, Digga. You're not gonna roll in, bro. Oh! Einfach alles genießen. Ja, übel. Okay. Let's go, Nick. Oder kann ich? Ich hab eins. Kannst du unten gerufen? Oh, das war mal nicht schön. Ja, dann wird es gut. Oh mein Gott! Der Unisex ist schon so fein. Oh nein! Also, sind alle ein. Ich hab dieses Unisex und nachher probiert. Was denn? Okay, Dio. Achso, Kadam. Oh, wie soll das nicht? Ja, es gibt ja verschiedene Karte, glaube ich. Das ist ein Gerät gerade, aber ich habe einfach Entschuldige gerade. Ich komme davon, wie warm es da ist, wo das Leben ist. Das ist in meinem Badezimmer immer, das ist immer nicht so warm. Und ich merke halt, dass das bei 20 Grad ist. Now break your leg. Ich hab's mir. Ich glaube nicht, ich glaube das war so. Bitte nicht. Run in JC Shine.
Run and kick. Jedes Mal stirbt sowas in mich, wenn ich falsches Spotlight hinsehe. Ich denke mir so, pathetic. Aber gute Jumps. Ja, ja. Es ist so, ich gehe so all stages of grief einfach durch, so bei Freunden. Boah, der ist ein geiler Griff. Menge schon von Axel. Richtig. Klasse. Okay. Digga, er ist so drin! Er ist im Vogel. Oh! Last Talk, beide! Ah! Wenn er so... Oh! Ey, jetzt hat er auf das Motto schon gewartet. Oh! Oh! Oh, shit! Ich wusste, er würde einfach rausspringen. Oh, das sind so fette Eier, Mann. Bro, Digga, seine... Die Eier so... Die Dragon auf dem Boden, ey. Drag for the floor, Alter. So fette Eier hat der. Ich dachte, er würde auf jeden Fall abbiegen. Ich dachte auch. Ich dachte auch, Maxi wird rausspringen und dann abbiegen. Ja. Und dann macht er einfach nicht abbiegen. Hast du gerade echt geabschwächt noch irgendwer, weil ich das gesagt habe? Nee, das mach ich auch. Okay, gut, weil wir waren. Okay, das, ich habe mich gerade. Ich habe wieder ein bisschen Scheiße gehört, außer. Let's go, Maxi! Vor allem bei dem Disrespect Shine, der war hype. Ciao! Ja, ich muss noch spielen, ich bin noch befangen. Was heißt gegen K? Ja. Hier. Das wird auch eng, oder? Das wäre einfach zu schlau. Ich glaube, er spielt auch sehr viel Netplay. Ich glaube auch. Ich finde, er auch unranked. Also schon. Ja? Er spielt halt unranked mal, er spielt unranked. Das ist aber auch gute Practice. Ja, es ist viel unranked spielen? Ich habe keinen Ranked, aber unranked bockt halt so. Weil diese Algorithmus, der assess das auch ganz gut für sich. Ich habe nur noch gute Gegner, ich kann gar keine Secondaries im Spiel. Sollst du auch nicht. Ja, ist auch langweilig. Ich habe eigentlich voll Probleme. Weißt du, wie schlimm es ist, jeden Tag Kopf zu spielen? Deswegen habe ich Steve Nummer 990 als meinen zweiten Account für die Klinische Spiele. Ist das Steve von Minecraft? Minecraft. Ja. Der ist, ich hab gehört, dieser Account ist der zweite Account. Ich hier. Und wie gut ist Green Goblin? Green Goblin war Top 5 auf der Liga. Ich hab leider 23 Matches gratis getippt. Ich hab so lange gespielt, bis er aus der Green Goblin genau über Jarrell ist. Das ist der nicht geblieben? Ja, man hat so relativ viel Play-Events. Wait, wer? Sehr gut. Weil der immer May beleidigt hat und weil der Rokamid gesagt hat, dass er nicht hängen soll. Was so? Das hat um den DMs geschrieben, dass er nur das Rokamid stirbt. Der Fasan ist 19. Nice, cool. Aber ja, sein Falco ist ganz gut. Ja, ne? Das nächste Mal, ja? Denkst du, das ist regelmäßig? Ja, klar. Wären eigentlich die Nervous auch für Sleepy Ranked dann kommen? Ich will auch ob das dann irgendwie gecheckt wird. Was kommt? Das ist die Box. Ja, das wäre dann so. Ich würde momentan auch schon jedem Controller, den man durchspielt, weiß ich, dass er mit Smashbox spielt. Ja. Nee, das wäre halt die Frage wegen Gusen, weil das ist ja
Aber das. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass Slippy ins System eingeht. Ich finde das unfair, dass Gozu mit Tastatur spielt. Das haben wir auch gesagt, dass wir irgendwie bestimmte Tastaturen machen wollen. Aber wir wollen halt, dass ganz viele neue Leute auch mitmachen können. Weil die halt keinen Controller haben, ist das Tastatur. Der spielt aber eh nicht. Nee, das kann funktionieren. Was ist der? Ich glaube, bei der Linie ist genau so knapp. Nee, Gozu ist nicht knapp. Nee, Moto. Was ist denn noch gebannt? Wir haben über Gozu geredet. Aber ich fand halt nur, weil der halt so Pro-Trade-Sachen sagen kann, man halt. Ja. Müsste man das irgendwie justify? Das Gefühl, dass wir das einfach schlimmer machen. Ja. This week. Oh mein Gott. This week. Oh, shit. Oh. Yo, ey. Vorlänger. Er hat das Eisen rausgerückt. Oh, oh, shit. Little Brizzy. Süß, Digga. Digga, ist das Jank, Alter. Oh. Digga, der äppt den an. Weil ich bin Putzi. Du bist cool. Das ist voll lange klar. Das sagt man auf Türkisch immer. Von den Türken. Das ist so ein Geräusch. Wenn man hat kein Tisch. Also man sagt halt so Tschüss. So auf Türkisch einfach, wenn irgendwas krasses passiert. So wie Tschüss einfach. Tschüss, ja. Also Tschüss heißt übertreiben. Ah, deswegen sagt man auch viel das übertreiben. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf Türkisch, keine Ahnung. Oh, Gott. Bruder Kielmas verkackt Elfmeterschuss. Tschüss, Jane. Halt, da kannst du dich verscheißen. So, weißt du. Alter, diese Nerds. Ha. Ha. Oh. Oh. Also, hast du gesehen mit dem Gini Pop Wave Dash für Ultimate? Ich hab's gesehen, aber ich hab's nicht so gut. Digga, er sagt. Ist es legitim oder ist es fake? Nee, man kann es nur out of shield machen. Also, keine Ahnung, wie sinnvoll das ist. Besser als jetzt. Ja. Das sind eigentlich von den deutschen Medien 2 ja schon. Boah, geil! Ich liebe Fox! Das hört sich so leicht ironisch an. Oh. Thank you.
Thank you.
zwei meiner letzten Kriege ist vorbei. Heilung. Wenn der Afro dann mit Abwehrräume Yeah.
die Woche bin ich nicht da, weil ich da nach Lyon fahre. Ah ja, ne, stimmt. Ein Falkos Potter. Ja,
entspannt aus. Zwischen 17 und 19 Uhr, ey. Ja, ich bin da. Ich kann aber nicht mehr. Bei 19 Uhr fangen wir ja direkt an. Vielleicht wenn du jetzt 10 Minuten Bad machst. Du hast falsch dabei. Maxi, machst du das in zwei Wochen? Tatsächlich nicht. Weil ich bin auch nicht da. Aber entspannt oder bist du das nächste 10 Minuten hier? Ja, das ist nicht so weit weg. Weil da bin ich schon unterwegs. Altmann, du gehst mal ein bisschen. Naja, aber das müssen wir auch nicht überspringen. Vorteil ist die 6 mit dem Stars, damit unser PR reicher wird. Für die anderen Videos schon so, dass wir die Deutschlandsteine sind, die sind krass. Ja, der ist ein Spieler. Krasser Kommentar. Das ist ein Spieler. Also, Schlimmer ist ja schon da. Ja, ich habe vorhin nichts über Harry, das heißt, das ist groß, das ist auch unter dir. Ja, ja. Was? Er hat gerade einen Topf angeholt. Oh! Also, vor allem jeder, wenn ich Fox. Ich glaube, ja, der Nie geht sogar noch. Ich bin dafür, das häufigste Matchup. Thank you.
so weit vorne. Es gibt ja so Enjoy. Oh no! Nein, es ist nur noch ein Messer, das ist der einzige.
I will say I've missed playing Frostpunk. Yeah, no, I'm not feeling wirklich. Ja, das geht, es geht. Ich bin halt ein fucking Boxspieler und bei mir passt das überhaupt nicht. Nee, nee, es hat nichts mit der Box zu tun. Bei dir, ich glaube, der Gebiet ist. Okay, haben die sich wohl gestreckt, ne? I heard the problem. I know, I was by the time I was like, I'm going to go to the
paar Geiz angeguckt, mein Schild, immer Forst auf, Friesen, Forst, Friesen. Und dann wurde er nicht mehr. Ja, ich frage ihn auch ein bisschen, wer als Spieler so persönlich ist der lieb, oder? Er hat irgendwie so ein Ego. Ich glaube, er hat so einen Typ. Ja, er hat irgendwie, ja. Ich bin auch auf so ein Smash-Discord-Server. Und da gibt es so ein Channel, wo man so Kombos postet. Und man postet bei jedem Tag so drei Kombos. Was? Immer langweilig. Ultra scheiße. Das macht aber auch Christo mit dem German. Ja, Christo mit dem German. Ja, okay. Ich bin bei der Monate, ich kenne zwar noch Christus, die der hat auch keinen Propeller-Ego oder so. Ja, genau, der macht dann doch den Dürfen. Der postet mal seinen Stream und ja. Ich finde das voll cute. Ja, ja. Weil ich gehe da einfach rein und dann denke ich, ein Viewer. Auf jeden, der ist voll cute. Hey, herzlich willkommen bei Jedo. Hey, Jedo guckt mir mal. Hey, Jedo, sag das mal meinen Freunden. Hey, da ist doch andere. Ich hab Jedo auch immer an, wenn ich zu daheim bin. Ja, ja, es läuft. Ich bin immer lustig, wenn ich einfach neue Leute komme und dann mal meine Nummer mitschreiben. Ja. Erzähl das aber auch echt nicht. Guck, ich hab was gefragt. Was wollt ihr jetzt haben? Ich verstehe jetzt von der Haus. Naja, damit die halt weniger Geld von dir. Ah, das ist schon immer wieder nur noch. Das geht ja nicht mehr im normalen Fall. Ja, aber ich brauche noch was einfach. Was für ein Sonderer? Ja. Ja. Da steht sie. What? Wenn wieder will, das kostet auch nicht. Oh, nice. Yeah.
bei Konsti, der halt gerne sagt, oh, Jesus Christ! Ja, Konsti, Bis nido.